Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cannstatt Study Hour. Heute zum ersten Mal mit unserem neuen Quartalsthema Anbetung. Wir sind schon ganz gespannt, was wir in den nächsten 13 Wochen alles an interessanten Dingen über dieses manchmal recht kontroverse Thema aus der Bibel und der Bibel allein herausfinden werden. Ich glaube, wir werden genauso tief hineinkommen können in dieses Thema, wie wir es auch mit Kleidern der Gnade getan haben. Wir wollen noch einmal unseren Dank ausdrücken, vor allem erstmal unserem Schöpfer und Heiland, der das möglich gemacht hat, diese kleine Serie zu produzieren und dass so viele Menschen dadurch gesegnet worden sind. Und wir hoffen auch, dass ihr Segen dadurch empfangt und hoffen auch, dass ihr dadurch ermutigt werdet, das Wort Gottes noch genauer zu studieren. Wir werden in diesem Quartal ja ein Thema haben, das immer wieder auch zu hitzigen Debatten führt, nämlich die Frage der Anbetung, Fragen der Anbetungsformen. Und wir werden sehen, dass die Bibel hier eindeutige Aussagen macht, die wir nicht ignorieren dürfen und die uns helfen, Gott so anzubeten, wie er es möchte. Bevor wir uns das heutige Thema uns hineinstürzen wollen, möchten wir die Notwendigkeit des Themas einmal verstehen und dabei zwei Verse miteinander vergleichen. Und zwar Offenbarung 14, Vers 7 zunächst. Offenbarung 14, Vers 7. Und es soll unser Aufhänger sein für alle 13 Folgen. Offenbarung 14, Vers 7, dort heißt es: Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Im ewigen Evangelium geht es daran, Gott so anzubeten, wie er es möchte. Und dann Vers 9 heißt es, und das ist jetzt der andere Vers: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn und auf seine Hand annimmt, Vers 10, so wird auch er von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Die letzte Auseinandersetzung, sagt uns die Offenbarung, sagt uns die dreifache Engelsbotschaft vor der Wiederkunft, geht um die Frage der Anbetung. Glaubt ihr, es gibt ein wichtigeres Thema als Anbetung? Wir müssen genau verstehen, wie Gott angebetet werden möchte. Und wenn Satan sogar so clever sein wird, dass er, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten zu verführen, dann sollten wir damit rechnen, dass seine Attacken gegen die wahre Anbetung subtiler sind, als wir uns das gemeinhin vorstellen können. Und so brauchen wir eine ganz, ganz, ganz klare biblische Grundlage für das, was echte, wahre, göttliche, was wahre Anbetung Gottes ist. Und um das zu tun, wollen wir einige Grundprinzipien beachten. In Lukas 24, Vers 27, Lukas 24, Vers 27, da sagt uns die Bibel, dass Jesus nach einem bestimmten Prinzip die Bibel studiert hat. Lukas 24, Vers 27, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Wenn ihr das Quartalsheft durchgeschaut habt, werdet ihr sehen, dass auch glücklicherweise die Schreiber dieser Lektion genau diesen Weg gegangen sind, dass sie bei Mose anfangen und durch die ganze Bibel hindurch chronologisch dieses Thema behandeln. Und so werden wir sehen, wie ein Thema nach dem anderen auf dem nächsten aufbaut. Und deswegen werden wir uns auch ganz eng an dieser Lektion entlanghangeln, was die Textauswahl betrifft. Wir wollen aber trotzdem zunächst einmal ganz kurz das erste Vorkommen von Anbetung betrachten. Denn dort, wo das Wort zum ersten Mal vorkommt, haben wir so etwas wie die Definition, den ersten Grundgedanken. Und das erste Mal, dass das Wort Anbetung in der Bibel vorkommt, findet sich in 1. Mose 22. 1. Mose 22 und dort Vers 5. Es ist die berühmte Geschichte, wo Abraham auf Gottes Befehl hin seinen Sohn Isaak zum Brandopfer auf dem Berg Moria opfern soll. Und ihr seht, was Abraham hier in Vers 5 sagt. Er sagt zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Anbetung wurde bewusst vom Heiligen Geist inspiriert, von Mose an diese Stelle gesetzt. Der Grundgedanke von Anbetung nach diesem Vers im Kontext ist: Ich bin bereit, das, was mir lieb und teuer ist, aufzugeben, wenn Gott es sagt.
Das ist der Grundgedanke von Anbetung. Und das, wenn das nicht das Fundament ist, auf dem wir alles andere verstehen, werden wir gar nichts verstehen beim Thema. Bin ich bereit, meine liebgewonnenen Gedanken, Theorien, Meinungen und notwendigerweise vielleicht auch meine liebgewonnenen Musikstile auf den Altar zu bringen und aufzugeben? Bin ich dazu bereit? Bin ich bereit, alles aufzugeben, was ich glaube, das untrennbar von mir verbunden ist, wenn Gott es sagt? Das ist die Kernfrage, wenn es um Anbetung geht. In dieser Frage werden sich buchstäblich die Geister scheiden. Aber genau das soll uns helfen, auf dem biblischen Weg zu bleiben. Schaut mit mir in Römer 12, Vers 1 und 2. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst soll was sein? Vernünftig. Und wie ist es möglich? Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Halten wir fest, Anbetung ist niemals angepasst am Weltlauf, an dem, was die Welt tut. Jede Anpassung unserer Anbetungsform und unseres Anbetungskonzeptes an weltlichen Ideen und Konzepten ist nicht biblische Anbetung. Zweitens, biblische Anbetung ist nur dann möglich, wenn wir in unserem Geist verwandelt worden sind, erneuert worden sind, bekehrt sind. Wir haben die letzten 13 Wochen lang uns mit dem Thema beschäftigt, des Kleides der Gerechtigkeit, und wir haben dort genügend Prinzipien studiert, was es bedeutet, sich wirklich ganz neu zu bekehren. Bekleidet zu sein mit Christus, mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Das ist genau das, was hier die Grundvoraussetzung ist für Anbetung, für wahre Anbetung. Wer nicht bekehrt ist, kann echte Anbetung nicht verstehen. Wer bekehrt ist, wird echte biblische Anbetung verstehen. Das heißt, wenn ihr noch keine Gelegenheit gehabt habt oder später dazugekommen seid in unserer Serie, dann schaut euch auf unserer Internetseite noch einmal all die Folgen an, die Unterlagen zu dem Kleid der Gerechtigkeit, zu den letzten 13 Kanzler Study Hours. Jetzt wollen wir aber hineingehen in das chronologische Studium des Gedankens der Anbetung. Das erste Mal, dass dieses Konzept der Anbetung überhaupt angedeutet wird, findet sich in 1. Mose 2 und dort ab Vers 1. In 1. Mose 2 und dort ab Vers 1 heißt es: So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Wir lesen bis Vers 3. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Nun, was hat das mit Anbetung zu tun? Es hat deswegen mit Anbetung zu tun, denn die Bibel sagt uns in 2. Mose 20 ab Vers 8, gedenke des Sabbattages und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore wohnt, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Der Tag der Anbetung, wie er im 4. Gebot beschrieben wird, geht zurück auf den Schöpfungstag Nummer 7. Und wir wollen verstehen, was die wahre Anbetung ist, wie sie sich hier im Garten Eden offenbart hat. Zunächst halten wir fest, dass Gott dem Menschen nicht einfach sagt, du sollst am siebten Tag ruhen. Gott sagt, gedenke des Sabbattages, erinnere dich an etwas. Warum? Wer hat den Sabbattag nach der Bibel zuerst gehalten? Gott oder der Mensch? Die Bibel sagt, dass Gott an diesem Tag ruhte. Und nachdem er geruht hat, hat er ihn geheiligt und gesegnet. Die Bibel sagt in Vers 3, er heiligte ihn, denn an ihm ruhte er. Zunächst hat Gott selbst den Sabbat gehalten, und als er den Segen des Sabbats empfunden hat und gesehen hat, oder
musste er sich nicht selbst davon überzeugen, aber als er es den Menschen sozusagen vorgelebt hat, dann hat er ihn gesegnet und geheiligt und ihn beiseite gesetzt als ein Erinnerungstag an das, was Gott getan hat. Der siebte Tag ist ja der Tag nach den anderen sechs. Gott hatte in den sechs Tagen was getan. Er hatte Himmel und Erde, Meer und was darin ist, geschaffen. Das führt uns zu zwei Gedanken. Zunächst einmal zu dem Gedanken, dass Gott nichts von uns verlangt, es sei denn, er hat es selbst vorgetan. In Johannes 13, Vers 15, dort lesen wir, Johannes 13 und dort Vers 15, dort lesen wir, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wer ist der Maßstab der Anbetung? Wer ist der Maßstab des Sabbathaltens? Der Maßstab ist Gott. Wenn wir wissen wollen, wie Anbetung wirklich funktioniert, müssen wir verstehen, wie Gott es uns vorgelebt hat. Gott ist der Maßstab. Der zweite Gedanke ist der, wenn der Sabbat die Reaktion, die Vollendung der Schöpfung ist, die Reaktion auf die Schöpfung, dann macht Anbetung nur dann Sinn, wenn Gott vorher etwas getan hat. Viele Menschen beten Gott einfach nur an, weil sie denken, man muss ihn halt einfach anbeten. Aber echte Anbetung zeichnet sich dadurch aus, dass man dankbar ist dafür, dass Gott etwas getan hat. Diesen Gedanken, den findet ihr auch in Offenbarung 4, Vers 11. Offenbarung 4 und dort Vers 11. Dort wird der biblische Grund genannt, warum man Gott anbeten soll. Offenbarung 4, Vers 11. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Namen, durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Warum ist Gott würdig, angebetet zu werden? Weil er alle Dinge geschaffen hat. Durch sein Wort. Wenn ich Gott anbete, habe ich dann Grund, ihm zu danken, weil er etwas in meinem Leben getan hat? Das ist die Frage. Oder bete ich ihn einfach nur an, weil es Freude macht, weil es Spaß macht, irgendwie Anbetungslieder zu singen? Kann ich ihm danken, weil er etwas in meinem Leben getan hat? Das heißt, Anbetung impliziert, dass vorher Gott etwas in meinem Leben getan hat. Dass sein Wort etwas geschaffen hat in mir. Wenn ich das nicht erlebe, weil ich nämlich den Heiligen Geist immer wieder die Woche über aus meinem Leben verbanne und ihm nicht nachgebe, dann macht es keinen Sinn, am siebten Tag ihn anzubeten, wenn Gott nicht die Gelegenheit gehabt hat, in unserem Leben etwas zu schaffen und etwas zu tun. Schauen wir in Johannes 1, Vers 3. Johannes 1, Vers 3, dort wird gesagt, Johannes 1, Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Wer hat den Sabbat geschaffen? Jesus. Das heißt, Jesus, wenn er der Herr des Sabbats ist, wie uns die Bibel sagt in Markus 2, Vers 6, 27 und 28, wenn Jesus der Herr des Sabbats ist, dann ist Jesus auch der Herr der Anbetung, denn der Sabbat war der Tag, der von Gott noch vor dem Sündenfall in einer perfekten, harmonischen Welt beiseite gesetzt wurde, um für die Anbetung zu stehen, für die Anbetung beiseite gesetzt zu sein. Und der Sabbat hat drei Eigenschaften, die somit die Eigenschaften der Anbetung sind. Am Sabbat wurde geruht, der Sabbat ist gesegnet und geheiligt. Es geht um Ruhe, Segen und Heiligung. Echte Anbetung lässt uns in Christus ruhen. Echte Anbetung lässt uns zu einem Segen werden, segnet uns und wird uns zu einem Segen werden und lässt uns zu einem Segen werden für andere. Und echte Anbetung führt uns dazu, dass wir geheiligt werden. Die Heiligkeit ist ein integraler Bestandteil der Anbetung. Und Anbetung, die nicht den Heiligkeitsmaßstäben Gottes gerecht wird, ist keine Anbetung. Das macht die Bibel hier ganz deutlich. Schaut mal mit mir in Hesekiel 20, Vers 12. Dass der Sabbat nicht nur einfach geheiligt wurde im Sinne, dass er abgesondert wurde, sondern dass er selbst ein Werk der Heiligung in uns tun soll.
Hesekiel 20, Vers 12, oder vielmehr das Zeichen dieser Heiligung ist. Hesekiel 20, Vers 12. In Hesekiel 20, Vers 12 sagt uns die Bibel: Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Der Sabbat, der Tag der Anbetung, ist ein Zeichen, dass Gott uns heiligt. Warum gibt es eine Auseinandersetzung am Ende der Zeit zwischen wahrer und falscher Anbetung? Wahre Anbetung führt zur Heiligkeit, und ohne Heiligung, sagt uns die Bibel, können wir Gott nicht sehen. Falsche Anbetung wird uns eben nicht zum Segen werden. Falsche Anbetung wird uns nicht zur Heiligkeit führen und auch nicht die Ruhe geben, das sagt uns die Offenbarung auch. Sodass diese falsche Anbetung uns nicht vorbereitet auf die Wiederkunft. Wir müssen wissen, welche Anbetungsform, welche Anbetung wir wählen, damit wir vorbereitet sind auf die Wiederkunft. Damit wir geheiligt werden. Eine Frage, die ganz praktisch ist: Das, was du momentan in deinem Leben erlebst, wie du Gott anbetest, hilft dir das, heiliger zu werden, heilig zu werden? Ist das etwas, was dich zu einem Segen macht für andere? Oder ist es etwas, was nur deine Bedürfnisse befriedigt und einfach nach deinen Wünschen geordnet und ausgerichtet ist? Der Sabbat sollte ein Zeichen für die Heiligkeit sein. Anbetung geschieht immer nach der Anordnung Gottes. Gott hat Adam und Eva nicht einfach wählen lassen, wie sie ihn anbeten sollen. Er gab ihnen einen bestimmten Tag und machte es ihnen vor, wie es zu geschehen hat. Gott ist genau in seinen Forderungen. Und wenn wir um echte Anbetung uns bemühen, wenn wir verstehen wollen, was biblische Anbetung ist, sollten wir Gottes Vorbild folgen. Wir wissen in Daniel 7, Vers 25, da wird uns gesagt, dass Zeiten und Gesetz geändert werden sollen durch das kleine Horn. Und das Gesetz, das durch das kleine Horn, durch den mittelalterlichen Kirchenstaat, der römisch-katholischen Kirche im Mittelalter geändert worden ist, unter anderem ist das Gebot des Sabbats. Und einhergehend ein völlig falsches und anderes Verständnis von Anbetung. Das nämlich nicht mehr auf den Prinzipien beruht, die Bibel und die wir hier studieren wollen. Und diese Macht wird auf Offenbarung 12, Offenbarung 14, Vers 9 noch einmal beschrieben, dass sie weiterhin Anbetung fordert. Der Kampf um die wahre Anbetung ist auch ein Kampf um das Gesetz Gottes. Und das ist das, was uns der Sabbat lehren möchte. Der Sabbat verbindet das Gesetz mit der Anbetung. Und wer Anbetung und Gehorsam zum Gesetz voneinander trennt, ist schon den ersten Schritt weg vom biblischen Weg. Aber wir wissen, dass es nicht im Garten Eden bei der Harmonie blieb. Die Bibel sagt uns in 1. Mose 3, Vers 1 bis 13, das können wir dort nachlesen, dass Adam und Eva in Sünde fielen. Wir haben uns in den vorherigen Wochen viel Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, was Sünde ist, nämlich Übertretung des Gesetzes, und wie man von der Sünde befreit werden kann, sodass wir hier nicht mehr in alle Details gehen wollen. Wir möchten nur festhalten, dass durch den Sündenfall ein Erlöser notwendig wurde. In 1. Mose 3, Vers 15 wird uns das gesagt. 1. Mose 3, Vers 15. Dort heißt es: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, also der Schlange und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier wird das Kommen des Messias vorhergesagt, der ein für alle Mal die Werke des Teufels vernichten wird. Und aufgrund dessen gibt Gott eine neue Anordnung für Anbetung, eine zusätzliche Anordnung für Anbetung. Sie wird ganz leicht ausgedrückt, angedeutet in 1. Mose 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Letzte Woche sprachen wir darüber, bekleidet sein mit Christus. Ein Gedanke, der auch in diesem Text drin ist, ist, dass hier zum ersten Mal ein Tieropfer gebracht wurde. Etwas, was vorher nicht zur Anbetung gehörte. Es war ja nicht notwendig. Aber durch die Sünde gab es einen neuen Aspekt in der Anbetung, nämlich Anbetung sollte jetzt verknüpft sein mit dem Gedenken an den kommenden Messias.
die Opfer, die gebracht werden sollten, sollten immer wieder die Menschen daran erinnern, was Jesus für sie tun würde oder in unserem Fall dann für uns getan hat. Offenbarung 5 zeigt, dass dieser zweite Grund jetzt neben dem ersten Grund zur Anbetung tritt. Der erste Grund war ja, Gott ist der Schöpfer. Mit seinem Wort kann er alles Mögliche schaffen. In Offenbarung 5, Vers 9 wird dieser zweite Grund jetzt beschrieben, der ebenfalls ein Grund für Anbetung ist. Offenbarung 5, Vers 9, dort heißt es: Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das Lamm ist ebenfalls würdig. Gott war würdig, weil er der Schöpfer ist. Das Lamm ist ebenfalls würdig, weil er Jesus Christus, weil er die Menschen erlöst hat. Durch sein Blut auf Golgatha. Und dieser zweite Grund ist eigentlich gar kein neuer Grund. Denn wenn ihr den letzten Wochen gut aufgepasst habt, wisst ihr ja, dass Erlösung im Grunde genommen das gleiche ist wie Schöpfung. Wenn ihr in 2. Korinther 5, Vers 17 nachlest, werdet ihr sehen, dass die Bibel genau das sagt. In 2. Korinther 5 und dort Vers 17 sagt die Bibel: Ist jemand in Christus, wir sprachen letzte Woche davon, mit Christus bekleidet zu sein, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte, der alte Mensch ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das ist ein Grund für Anbetung. Das heißt, der erste Grund Schöpfung und der zweite Grund Erlösung sind eigentlich ein und derselbe Grund. Das wird sogar in den 10 Geboten deutlich. Der Sabbat wird im 4. Gebot beschrieben und begründet durch die Schöpfung. Aber im 5. Gebot, im 5. Buch Mose, ist immer noch das 4. Gebot dann, im 5. Buch Mose, in 5. Mose 5, Vers 15, da wird das gleiche Sabbatgebot nicht mit der Schöpfung begründet, sondern mit, Vers 15, denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Der Sabbat ist ein Zeichen der Befreiung aus dem Haus der Knechtschaft. Und wir hatten schon öfter gesagt, dass ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat, nicht nur auf Israeliten anzuwenden ist, die aus dem buchstäblichen Ägypten herausgeführt wurden, sondern für jeden Menschen, der aus der Sklaverei der Sünde, siehe Johannes 8, befreit wird. Der Auszug aus Ägypten, das macht die Bibel ja ganz, ganz deutlich, war ein Typus, ein Vorbild, ein Gleichnis auf die Befreiung von der Sünde. Durch das Passahlamm, das Blut des Lammes, das an die Türen gestrichen wurde, durch den Gang, durch das Rote Meer, von dem 1. Korinther 10 sagt, es war ein Symbol für die Taufe und so weiter. Das heißt, der Sabbat, der Tag der Anbetung, ist nicht nur ein Tag der Schöpfung, sondern ein Tag auch der Erlösung. Die Schöpfung wurde vollendet, sozusagen besiegelt durch den Sabbat. Die Erlösung wird vollendet und besiegelt durch den Sabbat. Deswegen ist der Sabbat das Siegel Gottes. Es ist die Vollendung der Neuschöpfung, so wie der Sabbat damals auch die Vollendung der Schöpfung war. Am Ende der Schöpfung stand Ruhe, Segen und Heiligkeit. Und der Sabbat war das Zeichen davon. Und so ist der Sabbat auch heute ein Zeichen dafür, dass wir in Christus ruhen, dass wir ein Segen sein können, weil Gott uns gesegnet hat und dass Gott uns heiligt. Und das alles wird ausgedrückt durch das Zeichen des Haltens des Sabbats. Das ist die Grundlage aller Anbetung. Und wir lesen in 1. Mose 4 nun, und das soll ein Schwerpunkt heute sein, in 1. Mose 4, dass es von Anfang an der Zeit eine Auseinandersetzung um die wahre Anbetung gab. Wir leben heute viele Spannungen, wenn es darum geht, was ist die richtige Anbetung? Gibt es dort unterschiedliche Konzepte? Ist Gott pluralistisch eingestellt, dass er verschiedene Formen der Anbetung gutheißen kann? Wir sehen, dass es einen Kampf um die richtige Anbetung gibt in 1. Mose 4, Vers 1 bis 7.
ist die erste Auseinandersetzung um die richtige Anbetungsform. Schauen wir einige Verse an. Wir wissen, dass Abel und Kain die ersten Söhne von Adam und Eva sind. Abel wird uns gesagt, in Vers 2 wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und jetzt ab Vers 3 heißt es: Es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Also Kain betet ihn an, indem er ein Opfer bringt von Früchten. Vers 4, und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Nun, welches der beiden Opfer entspricht dem, was Gott angeordnet hatte? Interessanterweise ist das Opfer von Kain ja nicht verkehrt. Denn das Opfer von Kain wäre vor dem Sündenfall wunderbar gewesen. Und auch nach dem Sündenfall gibt es im dritten Buch Mose Vorschriften zu Gesetzen, die genau dieser Opferart entsprechen. Das Problem des Opfers von Kain war nicht, dass es in sich verkehrt war, sondern dass etwas gefehlt hat. Das, was nämlich Abel mit seinem Opfer ausdrückte. Abels Opfer war blutig und Kains nicht. Warum? Nach dem Sündenfall gab es einen zweiten Grund für die Anbetung, nämlich dass Jesus Christus unsere Sünden von uns nehmen muss, damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Und Kain ignoriert seinen gefallenen Zustand, indem er das außen vor lässt. Warum braucht es Blut? In 1. Mose 2, Vers 17 war gesagt worden, 1. Mose 2, Vers 17, aber von dem Baum der Kenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht davon essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott hat gesagt, wenn das Gebot übertreten wird, dann gibt es Tod. Der Sünde soll es der Tod. Römer 6, Vers 23. Die Schlange hatte dann gesagt in 1. Mose 3, Vers 4, keineswegs werdet ihr sterben. Was wäre gewesen, wenn in der Anbetung Gott es erlaubt hätte, dass jetzt niemand, dass einfach eine unblutige Anbetung weiter fortgeführt wird? Die Schlange hätte recht behalten. Warum braucht es Blut? Auch wenn es kein Menschenblut ist, warum braucht es einen stellvertretenden Tod? Um den Menschen deutlich zu machen, Gott hat nicht gelogen. Gottes Wort ist die Wahrheit. Ein Mensch, der Sünde allgemein, Sünde zieht immer den Tod nach sich. Und Kains Opfer ignoriert die Konsequenz der Sünde und die Notwendigkeit eines Erlösers. Und es zeigt, dass er nicht versteht, das, was in Titus 1, Vers 2 steht. In Titus 1, Vers 2 steht nämlich ein wichtiger Gedanke, den wir uns sehr merken sollten. Titus 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott kann nicht lügen, denn sein Wort schafft immer genau das, was es sagt. Und durch ein unblutiges Opfer hat Kain zum Ausdruck gebracht, ja, Gott hat zwar gesagt, ihr werdet gewisslich sterben, dort wird es ganz sicher Tod geben. Aber in Wirklichkeit hat eigentlich die Schlange eher recht gehabt, wenn sie meinte, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Aber Abel brachte durch sein Opfer zum Ausdruck, ja, ich hätte sterben müssen und weil ich nicht gestorben bin, muss jemand anders für mich sterben, der kommende Messias. Ein großer Unterschied. Keins Form der Anbetung ignoriert, dass man Gott bei seinem Wort nehmen muss und dass jedes Wort, das Gott spricht, die Wahrheit ist. Abels Opfer zeigt, dass er glaubt. Ein Glaube ist Leben aus jedem Wort. Wie beurteilt Gott die beiden Opfer? Es heißt in 1. Mose 3, 1. Mose 4 und dort ab Vers 4. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, Vers 5, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Macht Gott Unterschiede in der Art, wie wir ihn anbeten? Ist es ihm egal oder ist es ihm nicht egal? Die Bibel sagt ganz eindeutig, es ist ihm nicht egal. Eine gut gemeinte Anbetung, die aber trotzdem die Aussagen Gottes ignoriert, wird von ihm nicht anerkannt. Die wird von ihm nicht anerkannt. So schön die Anbetung auch sein mag. Ich glaube, Kain hat bestimmt, wir wissen es nicht, das ist reine Spekulation, aber er wird bestimmt
gute Früchte gebracht haben. Aber das ist Gott egal. Gott geht es darum, ob sein Wort umgesetzt wird, um sein Wille getan wird. Und so sagt auch Hebräer 11, Vers 4, Hebräer 11, Vers 4, dass das Opfer des Abels besser war als das des Kains. Hebräer 11, Vers 4, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Es gibt eine bessere Anbetung, nämlich die nach dem Willen Gottes, die genau die Ratschläge und die Anweisung Gottes beachtet. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei. In Vers 2 heißt es ja, durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Es war durch den Glauben. Und wir wissen, wir haben es immer wieder gesagt, Glaube ist aus jedem Wort Gottes Leben. Weil er jedes Wort Gottes ernst nahm und so anbetete, wie Gott es gesagt hat, erhielt er ein Zeugnis, in dem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Abel ein Zeuge für alle Generationen später. Abel, sagt uns die Bibel, bekam das Zeugnis, dass er gerecht sei. Gerechtigkeit entsteht wodurch? Durch den Glauben. Echte Anbetung ist der Beweis dafür, dass ich Gerechtigkeit durch Glauben erfahren habe. Gott bezeugt, dass ich gerecht bin, dadurch, dass ich ihn auf die Art und Weise anbete, wie er es möchte. Dieses Thema Gerechtigkeit aus Glauben, was wir im letzten Quartal studiert haben, und das neue Thema Anbetung, sind so eng miteinander verbunden, dass man es gar nicht voneinander trennen kann, wie ihr seht. Was ist Kains Reaktion? In 1. Mose 4, Vers 5, im zweiten Teil heißt es, da wurde Kain sehr wütend. Sein Angesicht senkte sich. Und das ist eine interessante Reaktion, die kennen wir aus Offenbarung 12, Vers 17. Offenbarung 12, Vers 17 sagt uns, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen. Warum? Weil sie die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Abel bekam das Zeugnis, dass er gerecht sei. Von wem? Von Gott. Von Jesus Christus. Diese übrigen haben das Zeugnis Jesu Christi, den Geist der Weissagung, und sie halten die Gebote Gottes, was ja nichts anderes ist als Gerechtigkeit, nämlich rechtes Tun. Und immer wenn Menschen Gott so anbeten, wie er es möchte, wird Satan zornig, denn die Anbetung möchte er nämlich selbst haben. Schaut mit mir in Vers 6, in 1. Mose 4, Vers 6. Und Gott, der Herr, sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Gott erkannte etwas in Kain, was Kain selbst noch nicht erkannte. Gott sah an den Gesichtszügen des Kains etwas, was sich später in der Tat offenbaren würde. Was Abel und Adam und Eva vermutlich nicht gesehen haben, aber Gott sah es. Gott sah den Geist des Mörders bereits in ihm. Schaut mit mir in Johannes 8, Vers 44. Johannes 8, Vers 44. Dort heißt es, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an. Gott erkannte von Anfang an in dem rebellierenden Luzifer, der zu Satan wurde, dass er ein Mörder ist. Aber das haben alle anderen nicht erkannt. Weder die Engel noch die ungefallenen Welten. Aber Gott hat es erkannt. Und Gott hat ihn gewarnt. Und Gott wollte ihn davor bewahren. Und weil er sich gegen diese Warnung widersetzte, fiel er dann und offenbarte das, was in seinem Herzen ist. Die Bibel sagt in Psalm 139, dass wir uns selbst nicht so gut kennen, wie Gott uns kennt. Psalm 139. Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Wir kennen unser Herz nicht so gut wie Gott. Wir empfinden vielleicht bestimmte Emotionen. Wir sehen aber nicht, wohin diese Emotionen irgendwann führen werden.
Gott sieht es. Und ich möchte auch hier einen ganz wichtigen Gedanken gleich vom Anfang an sagen. Wenn wir in diesem Quartal einige Dinge ansprechen werden aus der Bibel, dann kann es sein, dass manch einer emotional sich dagegen wehrt, weil er sagt, aber meine Gedanken zur Anbetung waren bisher diese. Oder mein Musikstil ist dieser. Oder jener. Oder solches. Und wir werden dann vielleicht zornig. Aber lasst euch warnen. Diese Emotionen sind die Vorboten von etwas viel Schlimmerem, etwas, was wir selbst nicht für möglich halten. Aber Gott hält es für möglich und Gott sieht es. Und lasst euch, sobald ihr überhaupt nur irgendwie emotional aufgewühlt seid, warnen. Lasst euch von Gott belehren, der euch zeigen möchte, dass emotionale Rebellion gegen seine Gebote irgendwann im Mord endet. Die Bibel sagt, dass es am Ende zwei Klassen geben wird. Die, die Gott anbeten, die das Mahlzeichen anbeten. Ich glaube, niemand von uns kann sich heute vorstellen, dass er das Mahlzeichen des Tieres annimmt und zum Helfershelfer Satans wird. Aber wenn wir heute in bestimmten Fragen der Form der Anbetung unsere eigene Meinung durchdrücken wollen, entgegen dem, was Gott befohlen hat, und sagen, naja, Gott mag das auch, und vielleicht zornig werden, wenn jemand uns aus der Bibel zeigt, dass es verkehrt ist, dann lasst uns gewarnt sein, dass wir unseren eigenen Weg nicht kennen. Dass Gott vielleicht schon sieht, dass wir auf dem besten Weg zum Mahlzeichen des Tieres sind. Etwas, was wir selbst nicht vermuten würden. Aber Gott erkennt es schon, er möchte uns warnen und deswegen möchte er auch keinen warnen. Und so sagt er ihm in Vers 7, in 1. Mose 4, Vers 7. Dort heißt es, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wann wird Kains Opfer anerkannt? Wenn er Gutes tut, wenn er Gerechtigkeit übt, wenn er durch Glauben Gerechtigkeit erlebt in seinem Leben, wenn die Gerechtigkeit Jesu ihn bekleidet, dann wird er auch das echte Opfer bringen. Wenn er Christus mit dem Gehorsam verbindet. Denn was Abel tat in seiner Anbetung, indem er ein Lamm schlachtete, bezog er sich auf den kommenden Messias und er war gehorsam. Er verband die Erlösung durch Jesu allein mit dem Gehorsam. Kain dagegen hatte nichts von beidem. Er hatte weder den Messias noch war er gehorsam. Und die Wahl, vor der wir stehen, ist entweder Christus und Gehorsam oder kein Christus oder ein falscher Christus und kein Gehorsam. Das ist die Frage bei der Anbetung. In 1. Mose 4, Vers 8 heißt es, und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da hob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Ihr könnt in Judas 8, könnt ihr sehen, dass das ein Thema ist, was uns ganz dringend angeht. Judas 11, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Von wem ist hier die Rede? Wer sind sie, die den Weg Kains gegangen sind? Vers 4. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Die Bibel sagt, dass sich in die Gemeinde Gottes Menschen einschleichen, die den Weg Kains gehen. Eine falsche Anbetungsform. Und woran kann man sie erkennen? Dass man immer viel von Gnade spricht. Gnade, Gnade, Gnade. Aber dass diese Art von Gnade und diese Form von Anbetung sich in Zügellosigkeit offenbart. Eine zügellose Anbetung, die immer von Gnade spricht, von Gnade. Aber in Wirklichkeit sowohl Christus verleugnet als auch den Gehorsam. Was empfiehlt Judas in Vers 3? Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Ich möchte euch bitten, wenn wir dieses Thema studieren, gebt nicht auf, für die Anbetung zu kämpfen, die Gott uns gegeben hat. Und keine Anbetung auch in unserer Gemeinde zu akzeptieren. Als die Bibel uns erlaubt
und vorschreibt. Lasst uns für die wahre Anbetung in Jesu Geist, in Liebe und Wahrheit kämpfen. Und denen nicht Recht geben, die sich heimlich eingeschlichen haben, um Anbetungsformen zu ändern. In 1. Mose 4, Vers 9 bis 10 könnt ihr sehen, wie Gott den Kain zur Rechenschaft zieht. Er sagt, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Gott hält Gericht. Vers 12, wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Wenn ihr das mit Kapitel 3, Vers 17 vergleicht und Matthäus 13 und Markus 4, Vers 26 bis 29, werdet ihr feststellen, dass der Ackerbau ein Symbol war für die Erlösung aus Gnaden und das Heranwachsen eines christlichen Charakters. Dem Kain wird gesagt, das wird für dich nicht mehr möglich sein. Kain hat sich wissentlich gegen Gott gestellt. Und Gott prophezeit ihm, dass seine Gnadenzeit vorbei ist. Und bekommt ein Zeichen an seine Stirn, das ihn vor Totschlag schützt. In Offenbarung bekommen all die Menschen, die sich gegen Gottes Erlösung aus Gnaden und seiner Heiligkeit wehren, ein Zeichen an ihre Stirn, dass sie davor schützt, getötet zu werden und nicht mehr kaufen und kaufen zu können. Das Mahlzeichen des Tieres. Kain hatte nicht geahnt, dass es so weit kommen würde, aber so weit kam es. Vielleicht ahnen wir nicht, wohin uns unser Kurs, den wir jetzt in der Frage der Anbetung einnehmen, führen wird. Aber er wird uns, wenn es nicht nach dem Willen Gottes ist, ganz sicher zum Mahlzeichen führen. Wir sehen in 1. Mose dann, dass es zwei Gruppen gibt. Die Kainiten und die Setiten. Die Kainiten werden in einem Geschlechtsregister beschrieben, in 1. Mose 4, das viele Taten enthält und Ansprüche. Die Setiten werden in 1. Mose 5 in einem Geschlechtsregister beschrieben, das Namen enthält. Nur Namen. So wie das Buch des Lebens und gelegentlich der Hinweis, wie Henoch, dass er mit Gott wandelte. Aber dann passiert etwas Trauriges. In 1. Mose 6 wird beschrieben, wie diese beiden Linien, die Söhne Gottes, nach Römer 8, Vers 14, dass sie alle Menschen, die nach dem Geist Gottes geführt werden, wie die Söhne Gottes, die wahren Anbeter, sich mit den falschen Anbetern, denen, die kein Nachfolgen, vermischen. Was ist die Folge, wenn sich wahre Anbetung mit falscher Anbetung vermischt? 1. Mose 6, Vers 5, die Bibel sagt, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten, der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse. Gleich hier am Anfang wollen wir eine ganz dringende Warnung aussprechen. Wenn wir wahre Anbetung mit falscher Anbetung vermischen, aus welchen Gründen auch immer, wird die wahre Anbetung zugrunde gehen und die falsche Anbetung triumphieren. In der Frage der Anbetung und der Anbetungsform gibt es keinen Kompromiss. Es gibt keinen. Und jeder, der einen Kompromiss sucht, und sei es noch aus so guten oder angenehmen Gründen, denn die Gründe hier in 1. Mose 6 sind ja persönliche Art, persönlichen Vorteil zu bekommen, der wird verloren gehen, genauso wie die Menschen verloren gegangen sind, die sich nicht der Botschaft Gottes durch Noah gebeugt haben. Es kommt die Sintflut und in 1. Mose 8, Vers 20 wird uns gesagt, dass Noah dann anbetet. Schaut den Grund der Anbetung an. In 1. Mose 8, Vers 20, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Warum hat Noah geopfert? Er war dankbar, dass er gerettet wurde, dass er Gnade fand. Aber Gnade fand er im Kontext des Gerichtes. Das könnt ihr nachlesen in 1. Mose 6, Vers 7 und 8. Was ist Anbetung? Anbetung ist der Dank dafür, dass wir innerhalb des Kontextes von Gericht Gnade finden. Das ist der Grund von 1. Mose, von Offenbarung 14, Vers 7, wo es heißt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Betet Gott an, weil er uns segnet und heiligen möchte. Das Zeichen dafür ist ja der Sabbat. Inmitten des Gerichts, um uns hindurchzubringen durch das Gericht. Das ist der Grund für Anbetung. 1. Mose 12, da wird uns beschrieben, wie Abraham sich von seiner Familie trennt.
Wisst ihr, warum sich Abraham von seiner Familie trennen sollte und von seinem Haus der Verwandtschaft? Schaut mit mir in Josua 24. Josua 24, Vers 2 und 3. Josua 24, Vers 2 und 3. Die Bibel sagt, da sprach Josua zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten zur Zeit jenseits des Euphratstromes und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Warum hat Gott Abraham aus Ur herausgeführt, aus einer Stadt, die zu Babylon gehörte? Wegen der falschen Anbetung selbst innerhalb der Heilslinie. Wir wissen, dass Nahor und Terach Mitglieder der Heilslinie waren. Sie waren Nachfolger Sems. Aber sie hatten sich wieder mit der falschen Anbetung vermischt. Und Gott fordert nicht von uns, aus Einigkeitsgründen, um des lieben Friedens willen, falsche Anbetung mitzumachen. Er fordert uns auf, von der falschen Anbetung sich zu trennen. Wenn ihr durch die Kapitel geht, werdet ihr feststellen, in 1. Mose 12, 13 und so weiter, dass überall, wo Abraham hinkommt, er einen Altar baut und die wahre Anbetung missionarisch im Land Kanaan bekannt macht. In Hebräer 11, Vers 8 könnt ihr nachlesen, dass dieser Schritt zur wahren Anbetung, der Trennung von falscher Anbetung, nur durch Glaubensgehorsam möglich ist. Durch Glauben gehorchte Gott, steht dort. Glaubensgehorsam ist das Geheimnis hinter der Trennung von falscher Anbetung. Und in Hebräer 11, Vers 10 wird uns gesagt, dass er diesen Aufenthalt in Kanaan als eine Vorbereitung auf den Himmel verstand. Wahre Anbetung hier auf Erden ist eine Vorbereitung auf die wahre Anbetung im Himmel. In der Lektion ist 1. Mose 22 angegeben. Ich möchte das hier ausklammern und euch darauf hinweisen, dass auf unserer Internetseite der Adventgemeinde Bad Cannstatt wir für diese Woche ein Zusatzmaterial euch zur Verfügung stellen. 4 Seiten ausführliches Vers-für-Vers-Studium von 1. Mose 22. Bitte lasst es euch nicht entgehen, es würde hier den Rahmen sprengen. Wir haben auch auf dem Light-Channel einen Vortrag, der heißt Der härteste Test. Schaut euch auch den an, wenn ihr läuft zur Zeit. Und schaut euch dieses Zusatzmaterial an, das Vers für Vers durch diese erstaunliche Geschichte geht. Wir haben schon angesprochen, dass in Vers 5 Anbetung definiert wird als etwas, wo ich bereit bin, alles, was mir lieb und teuer ist, selbst wenn es gut ist in sich selbst, bereit bin aufzugeben, wenn Gott es fordert. Und das ist die wahre Gottesfurcht. In 1. Mose 22, Vers 12 wird gesagt, dass Gott sagt, jetzt habe ich erkannt, dass du mich fürchtest. In Offenbarung 14, Vers 7 heißt es, fürchtet Gott. Die ganze Geschichte ist ein Typus auf Christus und zeigt uns die Abscheulichkeit der Sünde. Ganz im Abschluss möchte ich mit euch noch einen Vers in 1. Mose 28 anschauen. 1. Mose 28, es ist die Geschichte von Jakob, der auf der Flucht ist nach Midian. Und ihm begegnet dort im Traum Gott auf dieser Himmelsleiter, von der Jesus in Johannes 1 sagt, könnt ihr auch nachlesen, dass er die Himmelsleiter ist. Er begegnet Christus. Und als er Christus begegnet, da heißt es in Vers 16, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebieten ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Ort den Namen Bethel. Zuvor aber hieß die Stadt Luz. Anbetung ist die Reaktion darauf, dass Jesus Christus mir und dir begegnet. Ist dir Christus schon begegnet? Anbetung macht dann Sinn, wenn Jesus mir persönlich begegnet, wenn ich sehe, dass er die Himmelsleiter ist, dass er der Gott mit uns ist, wie er sich im Heiligtum offenbart, wenn er der einzige Weg zum Himmel ist, der zu uns herabgekommen ist. Anbetung ist der Dank für die Offenbarung Jesu Christi in unserem Leben, persönlich für uns, nicht nur allgemein als Lehre, die uns jemand gesagt hat. Der Jakob wusste von dem kommenden Messias, theoretisch. Aber die echte Anbetung fand statt, als Christus sich ihm offenbart hat, als er Christus erkannte,
als er das Haus Gottes sah, das Heiligtum. Und wir möchten hier unsere Kantor Study auch für heute beenden. Wir haben gesehen, wie durch die ersten Kapitel der Bibel Anbetung ein entscheidender Punkt ist, der zu einer Spaltung führt zwischen den wahren Anbetern und den falschen Anbetern. Und das gibt uns die Grundlage für Offenbarung 14. Wollen wir uns nicht heute dafür entscheiden, auf der richtigen Seite der Anbetung zu stehen, die wahre Anbetung durchzuführen, nämlich Christus und das Gesetz, so wie Abel, Christus und den Gehorsam miteinander zu verbinden? Und wenn wir bisher wie Kain uns geirrt haben und uns emotional gegen die wahre Anbeter aufgeregt haben, dass wir uns von Gott belehren lassen und nicht in der Rebellion fortfahren, sondern zurückkehren zu Gott. Wir laden euch ein, nächste Woche wieder mit uns gemeinsam das nächste Thema zu studieren. Nachdem wir heute über die zwei Klassen der Anbeter in 1. Mose studiert haben, werden wir nächste Woche weitergehen chronologisch und ein weiteres Thema studieren, das mit der Anbetung zu tun hat. Und wir werden viele interessante Dinge sehen und studieren. Und wie gesagt, schaut euch das Sendemanuskript an auf unserer Advent-Gemeindeseite und auch das Zusatzmaterial, dringend empfohlen, zu 1. Mose 22. Gott segne euch im Studium seines Wortes. Amen.